Naja. Victoria probably played me. I should have played her. Nein. Better get to my room before I find. Wir geben uns nicht auf das Niveau. Ayla ist a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Diese sind ernsthafte, lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie. Informier dich jetzt. Für weitere Informationen shoeshealth@shoeshealthadmin.de. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen habe. Darauf befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katzen, also wäre ich für eine schnelle Rückgabe meiner Sachen und Katzenerinnerungen dankbar. Du hast meine Adresse. An die Schlampe, die meine Franju-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheiß teuer und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schält und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Victoria wird stinkig sein, dass wir so lange... Achso, nee, das sind die. Ne? Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Lass dich nicht vom Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert werden. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schülerrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheiten zu diskutieren. Bitte komm und widersetzt euch diesen Eindringen in eure Privatsphäre. 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum Aula. Er ist going to be pissed, we took so long. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Room 217? No way in hell am I ever going in here. Star. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Sei nicht ängstlich, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Auch unter 21-Jährige können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder Strodowka. Wir trainieren mit perfekten Plastiknachbildungen spaßig und sicher. Komm für eine Demonstration bei unserem Bunker vorbei. Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr, 174 Hemingway. Ignoriert die großen Hunde. Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20%. Man, people here are merciless. Sicherheit statt Reue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht pleasewait@praisebgc.org. Graffiti siehe Kates Video als Beweis. Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle. Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn. Sei im Flur leise nach 22 Uhr. Danke fürs Zuhören. Murder? Murder. Ja, hast du recht. Dane is still a cheerleader at heart. Stop in Bigfoots. This girl must have been popular. She's everywhere. Juliet, extreme reporter. Read this week's edition of the Blackwell Totem. Ist diese die Wochenedition von The Blackwell's Totem? Sie ist wohl, schreibt wohl für die. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Sei wachsam auf dem Campus, befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lege dir eine gratis Campus-Alarm-App runter auf www.blackwellacademy.de. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Buchclub der Geeks. Suche nach gleichgesinnten Nomatoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. Le Guin. Robin Hobb, Neil Gaiman, Pierce Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampir-Emos erlaubt. Und keine Jungs. Kontakt brookes@blackwellacademy.ed zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. $20 für Lieferung, $5 mehr. Kontaktiere Tyron. Thanks for the warning. The Vortex Club. Bald. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. At least that's an alarm from this century. They live. Sei kein Zombie. Es gibt einen Ort und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Clearhead-Stiftung.
Okay, this is just mean and stupid. Das ist bestimmt Kates Room. The universal symbol for please leave me alone, asshole. This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir alle sind mal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Wir hören zu, wir interessieren uns für dich. 24 Stunden Notrufnummer. Verloren Handy, Diamanthülle, zuletzt auf dem Vortex Club Party gesehen. Bitte bei den Fundsachen im Prescott Wohnheim abgeben, danke. Statistik-Tutor gesucht. Hilfe, fast einen Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist es Mathematik oder Philosophie mit Graphen? Hilfe, zahle, wenn du mir eine Eins organisierst. Hilf mir, Courtney. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Max. Wow. Wow, Max. Geil. Richtig gut. Oh, Victoria, give me a fucking break. Sei der Wandel, den du gerne sehen würdest, Gandhi. Sie hat sich ein Gandhi-Zitat aufgeschrieben. Okay. But what's this poster really trying to tell me? Dies ist dein Planet und wenn es darum geht, die Umwelt zu beschützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere, also erhebe deine Stimme, rette die Erde. Warum? Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. 3.14, Pi, Pi. Also, dass da jeder ein ganz eigenes Zimmer hat, ist natürlich schon ein bisschen krass. Home sweet home, my favorite cocoon. Ich weiß, dass das ein Mathewitz war, Nano. Ich weiß. Bin nicht doof. Kekse. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Alles Gute zum Geburtstag, Maxine. Wir werden nie den Tag deiner Geburt oder deines ersten Lächelns vergessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Heute ist ein besonderer Tag. Wir vermissen dich, sind aber sehr stolz, dass du deinen Träumen folgst. Wir lieben dich, Mama und Papa. It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits? It's such a pretty guitar. I need to play it more. Dann go. Mit der Tasche noch rum. Ach nee, doch, jetzt geht's. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Instant film is so damn hard to find and expensive now. But I can't help it. I'm analog, not digital.
If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Looks like Dana left me a little post-it note. Oder kauft er einen PC? Hey, ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer XOXOD. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Gab's 2013 noch keinen Netflix? There's my poor laptop begging me to check in. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Oh, die Augen auf dem Profilbild bei ihr oben links sind so süß. Daniel, schnelle Skizze meiner neuen Muse. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Camera Porn. Willkommen auf Camera Porn, deiner Website für fast jede je produzierte Kamera, national oder international. Klick auf eins der Bilder unten für Modellspezifikationen. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Warren Graham. Hey Max, danke für deine E-Mail und die Kopien deiner Notizen aus Jeffersons Unterricht. Ich werde nie aufhören, dich mit einer Dankesbezeugung zu überschütten. Ich habe auch eine recht vielseitige Sammlung an TV-Serien, Kultklassikern und abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick, falls du sie dir ansehen willst. Danke nochmal für deine Hilfe, ich bin eher Wissenschaftler als Künstler. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. Yeah, look at I love Julia Cameron's Victorian vibe. Hochauflösend Talk Fotos about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? Yeah. I don't care. Music inspires me in my photography. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Wie konnte sie ihre beste Freundin denn nicht in dem Bad erkennen? Warum hat sie nicht gesehen, dass das Chloe ist? So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Hard to believe I'm 18. Bisschen, do I look any older? Sie niedrig, der Spiegel. Just more stressed. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. An Max oder alle, die es interessiert. Der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer hintergeladen. Gratuliere dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal Holocaust und Ultra Vixens. Peace, Warren G. Das ist eins, Goni.
Keep calm and carry on. Oh wow. 2013 hatte man das überall. Jeder hatte so ein Ding. Also nicht so ein Teppich unbedingt, aber der Spruch, der war überall. Feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Flug vorbei. Auf zu Dana. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Gut, danke für den Hinweis, wo wir hin müssen. Welcome to the real drama queens of Blackwell. This is so stupid. Juliet looks like she's ready to throw down. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Mason war der Typ. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Rufus in her room. Du bist auch offen? Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Liebe Miss Chase, vielen Dank für das Einreichen Ihres Beitrags an die Croft Galerie. Leider ist Ihre Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Wir wissen Ihre Mühe zu schätzen und wünschen Ihnen Erfolg für die Zukunft. Freundlichen Grüßen, Amanda Croft, Eigentümerin der Croft Galerie, Eugene, Oregon. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting-edge tech. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Boutique Art Tech. Erschaffen Sie Ihre Zukunft. Springen Sie ins 20. Jahrhundert mit dem Tezuka 3D-Drucker. Kreieren und produzieren Sie Ihre Vision. Heute bestellen, auf morgen vorbereitet sein. $3,600. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Yes, Victoria has the best retina screen laptop. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Victoria Meribeth Chase, Freunde 857, Abonnenten 1126. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Victoria Chase an Taylor Christensen. Taylor, es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliet und Dana verarscht habe. Ich musste Juliet bloß sagen, dass ich einen ekligen Sext von Dana auf Zachs Handy gesehen habe. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliet verdient. Dafür, dass die Schlampe mir Zach weggenommen hat. Was Dana angeht, wen kümmert's? Hol das Popcorn raus. XXVC. Warte mal, hab ich das verpasst? Boom. This is the email I need to show Juliet.
Now I have to print this fast and get the hell out of here. Internationaler Fotograf Mark Jefferson, örtliche Ausstellung 5. Dezember, November bis 1. Dezember 2009. Bean Hip Café. Mit dieser Anzeige gibt es 1 Dollar Rabatt. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Victoria is a real Jefferson groupie. Recollection, Fotos von Mark Jefferson. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Die Blackwell Totem, das Wesen der Berichterstattung seit 1898, ist der Vortex Club ein Kult von Juliet Watson. Eine der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppen Blackwells, der Vortex Club, wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Yuppie-Kräfte der Reagan Area gegründet. Stellt euch eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis oder sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen, heute hat jeder Footballspieler 2 oder 3 exotische Piercings. Der Vortex Club war also einst ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Ironisch ist es, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Kult beschreiben. Oder ist dies bloß Neid auf einen von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchten, Vortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar, die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Those boots are made for walking runways. Dior, Givenchy, you could pay for my tuition with that wardrobe. Das ist ein Drucker. This better convince Juliet that Dana is innocent. Ich dachte, jetzt steht Victoria vor der Tür. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Nee, die schließen alle ihr Zimmer nicht ab. Das wäre das Erste. Ich würde mal ein Riesenschloss kaufen. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Mit meinen ultra riesigen Schloss kaufen. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Ich guck auch nicht. This is both sad and pathetic. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allem allen anderen so, als sei ich tough, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid, XO Logan. This is both sad and pathetic. It would be a cool sticker without the words. Dana really does look stressed about all this. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though, Warren obviously likes hanging with you. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit.
Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Yeah. Oh, oh. That looks like a home pregnancy test. Oh, Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. Hätte ich auch. La la la, I don't see that pregnancy test. La 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 la. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. What? Hey, Dana. Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Yes. Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Of course. I was pregnant. Was. Oh. What about the other? Deadbeat dad? You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Sorry to pry. It's not my business. And I won't be at the game Friday. Not much school spirit, I guess. I like your spirit, Max. Anyway. You better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you.